Ja, willkommen zurück zu One Piece Giganten Battle 1. Wir sind immer noch in der Schlacht mit Kizaru stehen geblieben. Wo wir von diesen blöden Bomben abhauen sollen. Und ja. Wir hätten es ja letztes Mal fast geschafft. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Fängt ja gut an. Gut weg hier. Scheint nichts gekommen zu sein. Ja, mir egal. In die Bombe rein. Mist. Das könnte jetzt blöd enden. Oh, die sind oben gelandet. Das sieht jetzt... Ich will weg hier. Scheint nicht gelandet zu sein. Das ist gut. Gut, um Kizaru müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ich will nur schnell in das Gebäude rein. Wehe, eine Bombe ist da drin. Ah! Oh! Können wir es schaffen? Oh! Ich verstehe das nicht. Im letzten Part brauche ich so lange dafür, nie umgehauen zu werden. Ob ich das schaffen werde, weiß ich nicht. Weil nur Geld gibt es ja, auch wenn Geld wichtig ist, aber... Vielleicht ein anderes Mal. Du hast einen Lockport. Okay, für mich ist es noch ein Eternal Port. Ist auch ein Eternal Port, oder? Doch, ja. Was ist... Wir haben schon bereits wieder zwei geheimnisvolle Inseln wieder. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder zurück nach Impel Down. Oder wollen wir es jetzt schon machen? Wenn wir Impel Down, dann machen wir das weiter. Gut, da hinten haben wir eine Mission, oder war hier unten? Ich sehe das gerade nicht, kannst das Ding mal bitte verschwinden. Danke, ne, da waren wir schon. Königin Improvia Ivankov erreicht die meisten Punkte. Okay, und wir dürfen mit Ivankov, Inazuma und Mr. 2 kämpfen. Und kriegen neuen Charakter und geheimen Weg. Oh Mann. Hallo, Zero. Mit dem Führermitglied zähle ich 2 der 7 Kriegsherren, also Kriegsherren Samurai der Meere. Hahaha, keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir behalten 3 GP, statt alles für Spezialangriffe auszugeben. Dann können wir den Hitzemodus aktivieren, riskant, aber effektiv. Drücke den A, B, X und Y-Knopf gleichzeitig, um ihn zu aktivieren. Wir werden da mit hoher Gewalt durchkommen, haha. Ach so, da wurde sogar erklärt, ich wusste das nicht. Okay, da bin ich jetzt schlauer und gegen Sir Crocodile und Ivankov. Gegen Sir Crocodile und Jimbei, so. Battle! So. Konnte ich nicht so einen Wink machen? Nicht Hellwig, ich wollte Inazuma rufen. Das ist blöd. Death the Winkle. Weg hier. So. Und Tarentferner. So hieß doch die Attacke, ne? Dass ich schon aber alle 3 Spezialattacke einsetzen kann, das finde ich klasse. Wenn ich dazu komme. Jeha! Galaxy Zwinker, okay, hat gut geblockt. Hey, Jimbei. Aua. Ja, was kann man so erzählen? Ich habe jetzt schon so ein bisschen nachgedacht, ob ich eine Review zu One Piece machen sollte. Also das heißt zum Manga. So ein bisschen drüber erzählen. Oder eben zu der Serie. Jimbei, kommst du runter? Aua. Kommt Jimbei runter, nicht der Fahrstuhl. Komm schon. Oh, Crocodile hat sich die Punkte und wird jetzt gewonnen. Ah, in der letzten Sekunde hat Sir Crocodile noch gewonnen. Dank Jimbei. Ich wollte Jimbei ja auch haben und nicht so einen blöden Fahrstuhl. Ja, ich wollte eben so eine Review machen. Und bin ich jetzt in der Überlegung, ob ich das machen sollte.
Ich muss beide so auf eine Seite kriegen. So. Aua, es tut. Ich habe auch Gefühle, Jimbei. Ich muss das mal irgendwie lernen mit der Maus hier. Und kicke. Das sieht ganz gut aus. Ich habe sogar eine Idee jetzt. Okay. Mann. Wenn ich dazu komme. Das sieht gut aus. Wir treffen alle jetzt mit Galaxy-Zwinkern. Es sei denn, die blocken. Bonchan. Ah, und er ist im One Piece Hitze-Modus. Den kennen wir ja bereits. Meine Güte, ich bin gleich tot. Crocodile macht ernst. Gewaltiges Wüstenschwert. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich blinke sonst zigtausend Mal. Ja, es holt Jim bei Ihnen die Punkte. Ja, es ist eher im One Piece Hitze-Modus. Das ist doch alles wieder so ungerecht, muss man noch ehrlich sagen. Ja, Jimbei ist jetzt. Können wir direkt Neustart eigentlich wieder machen, weil. Ja, das bringt doch nichts mehr. Also wir müssen beide auf jeden. Also müssen auf jeden Fall welche kriegen. Ich weiß eigentlich, wo wir gut kämpfen können. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Die sind auch schon alle hier. Aber ich soll nicht da reinfallen. Okay, ich sollte ihnen eigentlich nicht so eine Power geben. Das macht ihn ja auch noch stärker. Inazuma, schneide ihn weg. Ja, also hättet ihr so richtig Lust eigentlich, dass ich das sowas... Oh, Crocodile, du bist zu schnell gestorben. Aber ich bin Erster. Also hättet ihr eigentlich Lust, dass ich so eine Review mache? Review? Zu One Piece ebenso. Ich kann auch andere Sachen wie zum Beispiel. Ja, alles Mögliche. Und dann wurde ich auch schon mal öfters gefragt, was ich so für Animes gucke. Ich gucke jetzt letzte Zeit. Okay, da bin ich heute fertig geworden. Habe ich School Rumble geguckt. Das fand ich eigentlich sehr interessant. Sogar komplett auf Deutsch. Ich fand es interessant. Aber was ich sonst so gucke, ist dann eben. Mann, ich fahre ja selbst hier in die Lava 10.000 Mal. Gibt's doch gar nicht. Mann, Crocodile. Aua, das wollte ich einsetzen. Oh, das gibt es doch nicht. Und Tension, Hormone. Oh, kein getroffen. Ja, mal wieder versagt. Das gibt. Ich hänge schon wieder eine ganze Mission da dran. Das gibt es nicht. Warum? Über den Kopf. An der Lava zu kämpfen ist doch nicht so gut. Ivan Kopf springt mir aber auch zu viel, finde ich. So, Haarentferner. Aua. Ich komme nicht mal auf den Boden. Defte Winke. Wink. Kein getroffen. Bon Curry. Ja, ja, ja. So, jetzt kann ich die beiden angreifen. So, das ist gut so. So. Willst du auch gerade einsetzen oder was willst du Jimbei einsetzen? Achso, die zweite setzt er gerade ein. Bonchan! Achso, den setze ich gerade ein. Ja, Jimbei-Punkte haben wir sicher. Und Crocodiles-Punkt, das ist unser Sieg jetzt auf jeden Fall. Ivan Inazuma. Ivan Kopf rufe ich jetzt. Oh, das sind gute Punkte, sehe ich da hinten. Crocodile, das sind meine. Egal. Wink! Die schöne Fischmenschen-Karate.
Aber können wir überhaupt noch verlieren? Es sei denn, jemand hat jetzt so... Meine Güte. Ich habe so viel Make-up. Wie gesagt, ich guck mal so ein bisschen, ob ich die Review machen soll und ja. Und sie mit Ruffy müssen es einmal schließen, das ist kein Problem dann. Entscheidung trifft man am besten sofort. Wir müssen losstürmen. Ivankov ist jetzt in dein Team. Das ist doch schön. Ja, ich bin ja noch so über in der... Machen wir es direkt nochmal schnell mit Ruffy eben. Ja, ich bin so in der Entscheidung eben, ob ich das machen soll. Quach. Ich erzähle schon wieder Mist. Wegen was ich so gerne gucke. Also jetzt gucke ich natürlich One Piece gucke ich. Naruto Shippuden. Was ich auch noch gucke ist Beton. Ist jetzt gerade so ganz neu. Das finde ich interessant. Dennoch Sword Art Online gerade. Fehlt auch noch eine Folge. Jetzt ist auch schon zu Ende. Und dann auch noch Fairy Tail. Das sind so meine Lieblingsdinger. Was aber auf jeden Fall auch noch mein Lieblingsding ist, also einer meiner Lieblingsanime, ist auf jeden Fall Bleach. Weil die meisten Leute, die ich jetzt so kenne, mögen kein Bleach, komischerweise. Was ich nicht so verstehen kann, was ist an Bleach jetzt so auszusetzen? Weil Bleach ist doch interessant. So, und das, meine Güte... Oh, Jinbei, Mann, das war mein Charakter. Dafür haben wir Jinbei besiegt. Wir sind aber in Führung dafür. Das stört mich nicht. So, hau drauf. Okta, mach Jinbei fertig. Zwilling-Jet-Pistole. Mist. Wir dürfen nicht verlieren jetzt. Ich hau lieber ab. Danke. Ich bin jetzt nicht so feige, bloß ich habe jetzt keine Lust, das alles wieder von vorne zu machen nochmal. Weil wir hängen schon selbst so lange da dran. Und geschafft. Somit hätten wir den Geheimweg auffällig und noch ein bisschen Geld. Machen wir Leben auf jeden Fall. Spezialattacke. Und dann nochmal Angriff. Ja, also das sind so die Sachen jetzt eben und jetzt demnächst wird auf jeden Fall wieder, wird täglich One Piece Garden Battle 1 kommen und Yu-Gi-Oh! 5Ds. Gut, machen wir die Mission. Gegen Marshall D. Teach von den Blackbeard Piraten. Ja, das ist also... Ja, Marshall D. Teach wäre ja eigentlich jetzt, ja, Ruffy eigentlich am besten geeignet. Aber den hatten wir jetzt schon gerade und ich hätte gerade eher Lust auf Kizaru. Weil Kizaru ist eigentlich meine... Also einer der Lieblingsadmirale sogar, den ich... Er ist der Lieblingsadmiral, den ich mag. Von den anderen beiden. Gut. Bist du jemals in Lichtgeschwindigkeit getreten worden? Ich stecke alles weg. Geh nicht über Bord. Gut, und er hat Chiru des Regens, der Vize... der Vizeleiter von Impel Down, den Magellan damals auf Teach geschickt hat, der ihn aber dann in seine Bande aufgenommen hat. Ja, ist ja auf zu blocken. Hab dich. Ja, dann Nogami. Und Kick. Mist. Dazu besitzt sie auch noch Teufelskräfte, das ist noch schlimmer. Weil ich glaube, Blackbeard hat einen Vorteil, wenn er gegen Teufelsfruchtnutzer kämpft. Wow, wir sterben gleich, weil wir in die Lava gefallen sind. Ja, durch seine Kopfnuss nicht getötet, besiegt. Okay, wir sind uns auch eher für Level 18 gedacht. Ich dachte, vielleicht sollte ich nochmal so offline, also immer so öfters mal einen Charakter so ein bisschen hochleveln. Weil hier ist das System, dass man bis Level 50 kämpfen kann und ja.
Machen wir das Level jetzt nochmal schnell mit Ruffy und dann... Ja. Oder wie weit sind die anderen? Sanji ist ebenfalls Level 4, Zoro 6. Komm, mit Sanji probieren wir es noch einmal. Wenn es nicht klappt, dann mit Ruffy. Ich kümmere mich darum. Haha, ich stecke alles weg. Ja, 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 geht über Bord. Ja, also Blackbeard, der hat ja von der Finsternisfrucht gegessen und nachher sogar noch die Kräfte von Whitebeard. Ich frage mich gerade eigentlich, Teach hätte niemals Whitebeard besiegen können. Also, okay, er hat ihn nachher besiegt, aber weil er auch nur angeschlagen ist. Er kann zwar die Attacken wegstecken, aber es ist so, er kann Attacken wegstecken. Also er kann sie absorbieren, wenn er mit Teufelsfrucht angreift. Whitebeard kann aber auch einfach mit seinem Langschwert, was ich jetzt übrigens weiß, einfach ihn so angreifen und gut ist. Ja, gewonnen haben wir auch schon. Also so stark ist Blackbeard gar nicht. Jetzt aber, dass er die Teufelsfrucht von Whitebeard hat, ist er stark. Gut, wir haben es geschafft. Und Sanji ist auch gleich 2 Level up, sind das, glaube ich, oder? Ja. So, kriegt er hier 2 hin. Hier 2. Und dort 2 einfach ein gutes. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es ist ja jetzt... Ja, es ist ja schon wieder bald Weihnachten. Nur noch 10 Tage. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss.